Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything, except being a businessman who loves this city. Der große Verbrecher der ganzen Excuse us, Miss Vale. Stadt. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. Aber nicht this so. Is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service nicht, of a better mit Gotham so einem Verbrecher for all Baron. Of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Nee, das macht sich überhaupt nicht gut. To speak with you directly. Er soll verschwinden, ja, aber maybe he can change ich vertraue, nee, er, Jesus, das macht sich echt nicht gut. Inviting a known criminal to your fundraiser doesn't exactly look good for your squeaky clean image. Ja. Let me worry about that. Huh. A word of warning, Bruce. Ja. Play nice. Sei höflich. Bin ich immer. Bin ich immer. You know, Batman-Hotleuten auf die Fresse. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Mhm. Das können sie sich nicht leisten. Though the decor offends my eyes. Oh, man, all flash, no class. My family built this house. It's not for sale. Everything's for sale, nee. Mr. Wayne. And everyone. Nee. Just need to find the right currency. Ja, okay, das damit hat er schon recht. Thank you for welcoming me. So gesehen ist wieder zu kaufen, ja. Wenn zum Beispiel die Familie bedroht, dann macht er das für dich. Mit Geld ist aber nicht jeder zu kaufen. You're a respectable man, I hear. Aber ich, das tut mir echt leid. Das sieht nämlich komisch aus. Ich möchte nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden. Klar, es ist unhöflich, ihm nicht die Hand zu schütteln, wenn er mir die Hand gibt. Aber er ist ein Verbrecherbaron. Und jeder hier sieht das. Und ich möchte nicht, dass Harvey, dass es aussieht, dass er Dreck am Stecken hat. Hey, what's... Private audience. Oh, come on, guys. Bruce. You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Have a drink, have a talk. Nee. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? Weil es geht ja um ihn. Wenn ich hier alleine mit dem... Das sieht so komisch aus. Da draußen sind 1000 Leute und wir sind hier mit dem Verbrecherbaron alleine in dem Zimmer. Sieht doch kacke aus. The rules are followed. But in my experience, there's the law and there's doing what's right. Mhm. You understand? Nee, nicht so wirklich. And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much. Traps my face with words. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Mm-hmm. Might lighten the load if we do so together. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So. Let's talk relationship. Was soll das? Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat. Or I can pull it out from under him. Whatever happened to being a gracious host? Okay, ich bin nicht imagine. Bimbo. This is me. Das kannst du alleine groß and these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. Yeah, that's wollen, why I ändern. Came here tonight to your lovely home. Ich möchte nicht mit dir befreundet sein. Friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Ich komme now, mit we got hin, a good thing going, so Freunde. I don't see why we shouldn't team up. Ach, keine Ahnung. Look, I'm only talking to you because Harvey asked. Trusting a friend to know what's best for Gotham. Now that's a predicament.
You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Mhm. Your father knew which hands to shake. Was soll das bedeuten? And which to break. I think I'll have someone see you out. Okay. Okay. So that's how it's gonna be. Ja, das ist meine Antwort. Verlassen People Sie mein don't Haus. Say no to me. Not for long. Mhm. Ich glaube, Batman sollte dich mal besuchen kommen. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Nein, möchte ich nicht. Okay? Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him. Ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden. Aber ich denke, ich war nicht zu aufmüpfig. Ich habe versucht, die Waage zu halten, weil ich möchte mich schon so entscheiden, wie Batman sich entscheiden würde und so, wie sich Bruce entscheiden würde. Und ein bisschen was von mir fließt natürlich auch ein. Aber, ja. It's me. Oh, schickes Auto. Episode 1. Reich der Schatten. Er ist schon so alt und irgendwann muss man mal drüber hinwegkommen. Also, es war schrecklich, er war klein, es war ein schlimmes Erlebnis, das ihn geprägt hat. Aber irgendwann muss man mal weiterleben. Der hängt ja voll nur in der Vergangenheit. See what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Does your campaign really think these accusations hold any water for the voters? Or will it be perceived as a desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most promising young politicians? And in other news, you're now on day 3 of the factory fire that will not end. Crews have given up trying to combat the blaze at the Otisburg Processing Center, owned by Ace Chemical. Still, the fire department has recommended people avoid the area and seek immediate... The back computer should be able to read whatever data is on that storm drive. And one mobster's murder caused quite a headache for computers this morning. Codex? Medienberichte. Medienberichte überprüfen. Staatsanwalt Dent fordert von Bürgermeister Verurteilung der Selbstjustiz. Gothams Staatsanwalt Harvey Dent fordert das Büro des Bürgermeisters auf, sich öffentlich gegen die Welle der Selbstjustiz zu wenden, die derzeit durch die Straßen fegt. Bürgermeister Hill kann vom Büro der Staatsanwaltschaft keine Strafverfolgung auf andere Basis als der gesetzlichen erwarten, sagte Dent während einer Pressekonferenz im Rathaus. Dent vertritt eine harte Haltung gegenüber Selbstjustiz in Gotham, was sowohl die vermehrten Schießereien durch bewaffnete Bürgerwehren wie auch den kostümierten Superhelden Batman betrifft. Dank eines der kürzesten strafrechtlichen Übergangsregister des gesamten Staates erfreut sich Dent derzeit großer Beliebtheit. Seit er im Alter von 26 Jahren zu Gothams jüngsten Staatsanwalt wurde, war sein bahnbrechendes Programm zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern Teil jener Plattform, die seine jüngsten erfolgreichen Bemühungen für eine Wiederwahl angetrieben hat. Lieutenant der Polizei zur Führung einer Sondereinheit berufen. In Reaktion auf die alarmierenden Zustände des kriminellen Geredes in Gothams Unterwelt hat Commissioner Peter Gordon von Gotham City Polizei Lieutenant James Gordon mit der Führung
einer Sondereinheit betraut. Peter Krogan, nicht Gordon, Krogan, Entschuldigung. Früher am Tag betonte Lieutenant Gordon in einer Pressekonferenz, wir sind uns der kriminellen Elemente bewusst, die in unserer Stadt auftauchen und im großen Stil mobilisieren. Sie sind derzeit unbekannt, aber nicht unbemerkt. Wir werden sie finden. Vor seinem Eintritt in das GCPD und den bald folgenden Beförderungen verdiente sich Gordon eine ehrenhafte Entlassung aus dem US, was weiß ich, MC. Er hat wiederholt erwähnt, dass ihn das Marinekorps zu dem Mann gemacht hat, der heute ist. USMC, keine Ahnung, was das ist. Bane Enterprise finanziert Ersatz für Arkham Asylum. Der wohltätige Zweig von Bane Enterprise unter Leitung von Robert und Regina Zellerbach hat die Finanzierung einer neuen Pflegeeinrichtung für psychisch Kranke bekannt gegeben, welche das veraltete Arkham Asylum ersetzen wird. Seit Jahren hat die alte Anstalt durch menschenunwürdige Behandlung der Patienten und gewaltsame, oftmals tödliche Ausbrüche von Insassen für Schlagzeilen gesorgt. All dies soll jedoch bald der Vergangenheit angehören. Das Thomas Martha Vane Memorial Hospital, so der Name der zukünftigen Einrichtung, wird eine Mischung aus Hochsicherheitsbewahrung und modernen Pflegemethoden für psychisch Kranke anbieten, um den Leidenden echte Heilung angedeihen zu lassen. Es werden bereits ambitionierte Pläne ausgearbeitet, Arkhams derzeitige Insassen bei Abschluss der Bauarbeiten zu überstellen und ein entscheidendes Programm zur Rehabilitierung und Entlassung zu implementieren. Okay. Schön. Hier kann man halt über jeden was lesen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt vorlesen muss. Ich denke, wir kennen die hier alle. Also der hier. Verbrechen, Waffenhandel, illegale Boxkämpfe, Erhalt gestohlenen Eigentums. Er war ein Jugendfreund, aber jetzt ist er für mich beinahe ein Fremder. Auch seine Familie fiel hier in Gotham auseinander. Er besuchte ein Internat in England und dort trennten sich unsere Wege. Er scheint auf die schiefe Bahn geraten zu sein. In den letzten zwei Jahrzehnten hat er sich ein langes Vorstrafenregister und einen seltsamen Spitznamen zugelegt. Der Pinguin. Was ist mit dir geschehen, Oz? Okay. Das ist der Pinguin. Cool. Dann machen wir das doch mal, oder? The back computer should be able to read whatever data is on its stolen drive. Ja. Der macht das nicht? Ich war da ganz kirre, der Mann. Oder muss ich das irgendwo hier noch nehmen? Ach, ich muss. Oh, ich hab gedacht, er hat es schon in der Hand. Mein Gott. Nearly fell off a building for this? Ja, du hast es schon. Ersatzenterhaken. Spare grapple. Can't believe I let her take that. Tja, die hat dich beklaut. Rauchkugeln. Well, the test run at the mayor's office was a success. Ah, Batarang. I should see if I can refine the edge. Could be sharper. EMP? Deliver a jolt or knock out electricity in the area. I suppose that Catwoman would have preferred the latter. Maybe that's because the newest addition can program it to reveal trace elements in a confined space. Ach, der hat auch so einen Amazon hier Helikopterteil. Kannst mal sehen. Jeder hat jetzt so einen kleinen Flugzeug-Dingsbums. Das neueste Gimmick. Maske. Holographic lenses? Voice modulation? Wayne Enterprise has really outdid themselves with this version. Kinokarten. Gotham's crime, but it starts with you. Vote for Harvey Dent and elect a real crime. Ja, wie gesagt, also irgendwann ist ja auch mal Schluss. I'm Harvey Dent and I approve this message. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really think these accusations
find out what was so important. Will it be perceived as a desperate attempt from a flick? Encrypted. Verschlüsselt. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court and a movie theater. And yet I always find you here. In a dark, damp cave. In front of a computer. I'll leave as soon as I finish. People with regular jobs can do their work anywhere, but for me, this is my office. I agree. It isn't normal work. Even worse, the best outcome is that no one ever finds out you've done it. Yeah, well, good deeds usually go unnoticed. Though not unappreciated. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? In the process. What are we looking at? Let me try a different angle. Cool. Ja, na klar. Ja, zum Hologramm zu drehen. So, wir haben es gedreht. This is a map of the East Side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah, thanks for the interruption. And it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Ich habe ihm nicht die Hand gegeben. Back when it still had one. Und ich wollte ihm aus meinem Haus. It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. Codex, Medienberichte, Codex. Founder. Einfacher Diebstahl. Neue Kriminelle auf der Bildfläche wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Zurzeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. Okay. Much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Whenever Harvey calls. That guy's exhausting. Well, after the press conference tomorrow, I'll mark your calendar as exhausted then. The media isn't good for anyone's health. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. You're right, you're right. I should have canceled the event. But I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night. Though I'm not partial to heights. Alfred is so sweet. Don't worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you.
dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I... Gute Frage. Haven't the faintest idea. I think he just wants to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change over the years. If I remember correctly, Oswald was fond of the old firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Cobblepot Park, 6:06 Uhr. Ja, genau, als ob Bruce Wayne alleine dahin geht. Der ist so reich, ich verstehe auch nicht, warum der keine Bodyguards hat. Normalerweise müsste er mit Bodyguards hier reingehen. Der hat nichts dabei, keine Waffe, kein gar nichts. Where are you, Oz? Oh mein Gott, ich werde sterben. Irgendeiner wird ihn doch jetzt angreifen und hier, gib mir deine Brieftasche oder so. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Guck dir mal die Gegend an. Ich wollte mir eigentlich die Zeitung ansehen und nicht da hochlaufen. Ja. Ja, super. Geht's eigentlich noch? Ich wollte mir erstmal die Sachen angucken. Jetzt laufen wir mal. Ist zudem ganz gut. Treppe hoch, Treppe runter. Graffiti ansehen. Naja, nicht gerade künstlerisch begabt. Es gibt schöne Graffiti-Sachen, aber diese Namensdinger finde ich doof.